Christian Feld. Briefe schreiben war gestern, heute öffentlicher Auftritt des Kanzlers. Und Olaf Scholz sagt Sätze, aus denen sich die Ampelpartner herauspicken können, was sie für ihre eigene Erfolgsmeldung brauchen. Drei Kraftwerke, auch das AKW Emsland, bleiben im Betrieb über den Jahreswechsel hinaus. Es wird jetzt nicht mehr geprüft, ob das wohl noch notwendig ist, sondern es wird dann tatsächlich entschieden, es wird jetzt produziert und nicht irgendwie vielleicht, sondern ganz bestimmt. Es ist gut, dass im Ergebnis in diesem Winter alle Kapazitäten an Kohle und Kernenergie zur Verfügung stehen. Auch mit der Entscheidung, jetzt das letzte Kraftwerk Emsland ans Netz zu bringen, leisten wir einen wichtigen Beitrag. In diesem Punkt kein Grund für den FDP-Chef, sich am Vormittag im Kanzleramt zu beschweren. Längere Laufzeiten jedoch konnte er vorerst nicht durchsetzen. Drei statt zwei Kraftwerke, das ist gegen den grünen Parteitagsbeschluss vom Freitag. Aber der Kanzler hat sich hier jetzt entschieden, Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz zu machen. Wir werden diesen Weg als Partei mitgehen. Die Grünen reklamieren diese Festlegung des Kanzlers als Erfolg für sich. Am 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss. Und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben. Wie werden sich die Grünen im Bundestag verhalten? Die Fraktionsspitze sagt, wir empfehlen Zustimmung. Kritische Stimmen werde es geben, aber ich glaube, am Ende wird es so sein, dass wir das mehrheitlich tragen. Möglich also, dass die Ampel ihren AKW-Störfall weitestgehend überwunden hat. Und nun weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne. Schon länger war darüber spekuliert worden. Heute nun die Mitteilung aus dem Bundesinnenministerium. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, ist abberufen worden. Hintergrund sind Vorwürfe, Schönbohm habe anhaltend Kontakte zu einem fragwürdigen Verein gehabt, der möglicherweise Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen hatte. Das beeinträchtige das unerlässliche Vertrauensverhältnis in Schönbohms Amtsführung, so das Innenministerium. Die russische Armee hat ihre Luftangriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt und erneut auf kritische Infrastruktur wie die Strom- und Wasserversorgung gezielt. Am Morgen wurde eine Energieanlage in Kiew getroffen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist die Lage im ganzen Land kritisch. Binnen einer Woche habe Russland 30% der Elektrizitätswerke zerstört. Die EU-Kommission hat ein neues Maßnahmenpaket vorgeschlagen, um die Energiepreise zu senken und die Versorgung zu sichern. Wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, ist der zentrale Bestandteil des Pakets der gemeinsame Einkauf von Gas. Ziel ist es, mehr Marktmacht zu erzeugen und niedrigere Preise zu erzielen.